So, Freunde, wir sind wieder an der Kräutler Florett dran. Es geht voran und zwar besser, als ich gedacht habe. Mal zum Stand der Dinge. Es hieß ja, ich soll das ein bisschen so Stück für Stück zeigen. Der Motor ist noch drin. Hier sehen wir den Ansaugtrakt, also eine Gummimuffe, die hier drauf sitzt. Hier wird die Luft angezogen. Hier ist der Luftfilter sozusagen, der aber eigentlich nicht der Luftfilter ist, sondern der Luftfilter hockt hier hinten auf dem Vergaser. Das ist einer zum Auswaschen, so ein Zimmerfilter. Der Vergaser ist noch drauf. Ich habe ihn aber gelöst, um über den Ansaugtrakt Waffenöl in den Brennraum zu bringen. Und der muss eh runter. Der wird ja frisch gereinigt und abgedichtet. Wird ja so nix. Dann sehen wir hier vorne das Luftleitblech, habe ich eigentlich gedacht. Das ist aber massiver Guss, der ist fast 2 bis 3 mm dick. Müssen wir runter machen, zeige ich euch nachher von der anderen Seite. Der Motor muss raus, dann muss der Deckel hier runter, damit wir da den Simmerring ersetzen können. Die Kupplung ist noch verklebt, die löst sich noch nicht. Ich kann immer noch keine Gänge einlegen. Also da ist noch nichts drin. Jetzt gehen wir kurz mal zusammen auf die andere Seite. Ich zeige euch mal, was da noch so passiert ist. Wir haben hier das Blech runter gemacht. Das Verkleidungsblech. Ihr seht jetzt hier das Ritzel, das Antriebsritzel, das Radialgebläse. Dahinter sitzt die Zündung. Das ist diese Gebläsekonstruktion, wo ihr hier diesen Ausschnitt gesehen habt in der Verkleidung. Wenn ihr die runter macht, da sind 3 Löcher drin. Diese Schrauben zu finden, die hier verschraubt sind, sind ja ein bisschen kniffelig. Da müsst ihr ein bisschen suchen mit dem Schlüssel. Und dann findet ihr sie auch. Ist ein bisschen ein Frickelwerk. Also die sitzen nicht ganz mittig. Und wenn ihr da hinguckt, 1, 2, 3 Schrauben sind es. Hier unten noch sitzt die dritte. Die sitzen nicht mittig zu den Löchern. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen schauen, dass er die findet. Hier seht ihr dann Zylinder mit dem Zylinderkopf und diesen massiven Guss hier. Also das ist wirklich schon richtig massiv, das Ding. Das ist so ein Luftleitteil. Das muss ich noch runter machen, dass ich an den Zylinder rankomme. Außerdem hat mein Geschichtchen mit dem Waffenöl Wirkung gezeigt. Ich habe vorhin hier einen Schraubenzieher angesetzt und ganz leicht gedreht. Aufpassen bei so Aktionen, dass er hier nicht irgendwelche Rippen abreißt. Und ihr hört's. Der Motor dreht. Wir sind immer noch im Leerlauf. Das heißt, Kolben und Zylinder sind nicht eine Einheit, die sind getrennt. Das ist auch gut so, das soll ja so laufen. Das nächste, was wir machen werden, ist Vergaser runter. Dieses Teil dann runter, das filme ich euch aber dann extra ab. Dann werden wir schauen, dass wir das Radialgebläse runter bekommen. Ich werde auch morgen Mittag mit dem Kreidlerdienst hier mal telefonieren. Ach ja, um das Blech hier runter zu bekommen, müsst ihr den Drehter hier wegmachen, ne? Sonst kriegt ihr das Blech nicht runter. Dann werden wir den Kettenkasten entfernen. Wir werden schauen. Hier unten seht ihr vielleicht ein bisschen rein die Züge, dass wir die jetzt mal eingestellt bekommen. Und was ganz wichtig ist, wir müssen mal die Kupplung einstellen, beziehungsweise die Kupplung aufmachen. Und schauen, dass die sauber trennt, dass der ganze Dreck rauskommt. Dabei werden wir wahrscheinlich auch gleich mal den Simmerring hier hinten wechseln, in dem Deckel. Der ist ja defekt laut dem Besitzer, da kommt Öl raus. Das müssen wir auch noch richten. Ja, und wenn das alles dann mal so ist, wie ich mir das vorstelle, dann filmen wir das wieder ab und ich zeige es euch dann, was noch so übrig bleibt und was wir da alles machen, wie wir den Vergaser zerlegen. Und wenn wir den Motor dann mal beim Laufen haben, hier seht ihr noch einen alten Spritschlauch, der ist auch schon 1900, kurz nach dem Krieg, dann mache ich euch einfach noch mal ein Video darüber. Aber so weit sind wir jetzt mit dem Ding. Und ja, zum Schrauben geht es dann ab dem Vergaser. Da fängt die Schrauberei richtig an. Von Rest brauche ich keine Anleitung machen. Also 6 Schrauben bekommt er selber raus. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.
Viel Spaß beim Schrauben und bis zum nächsten Mal.